Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige dir in diesem Video meine aktuelle Beine- und Po-Routine. Natürlich erstmal aufwärmen auf dem Stairmaster und dann geht es auch schon zur ersten Übung. Ich lege hier mit Kreuzheben und zwar mit Kurzhanteln los in Kombination mit der schrägen Beinpresse. Und dafür lege ich mir einfach diesen Gewichthebergürtel an. Den brauche ich unbedingt für meinen unteren Rücken, um den zu schonen, zu stabilisieren und langfristigen Schäden vorzubeugen. Den nehme ich wirklich auch für die schräge Beinpresse, weil ich da extreme Rückenprobleme bekommen habe dadurch. Und jetzt kann ich die wieder machen, aber eben nur mit dem Gewichthebergürtel. So, ich fange hier auch zum Warm-up. Ich bin zwar ein bisschen warm von dem Stairmaster am Anfang, aber ich mache hier nochmal ohne Gewichte und ich steigere mich gerade wieder langsam, weil ich ja etwas verletzt war und da auch ein bisschen vorsichtig sein musste und deswegen steigere ich mich jetzt langsam mit dem Gewicht. Die Übung mache ich im Supersatz mit den Deadlifts mit Kurzhanteln. Um meine Knie zu schonen, habe ich eine Gewichtsscheibe unter meine Füße gelegt, sodass sie etwas erhöht sind. Es klappt wirklich super gut und nach diesem Satz direkt wieder in die schräge Beinpresse rein. Da mache ich jetzt 3 Sätze und Wiederholungen mache ich so 20 Stück ungefähr. Bei der Beinpresse gibt es eine Besonderheit und zwar nehme ich gerade nicht so mega viel Gewicht und am Ende, wenn ich die Beine fast ausgestreckt habe, also nicht ganz, die Knie nicht ganz durchdrücken, dann spanne ich wirklich nochmal richtig Po und Beine an, das merkt man so richtig. Und hier geht es auch schon zum Abduktorengerät, das ich ein bisschen anders nutze als andere. Und zwar setze ich mich nicht mit dem Po drauf, sondern ich hebe ihn so leicht an, weil ich damit den Po noch mal ein bisschen besser erreiche. Diese Übungen mache ich aber jetzt gerade nicht mehr zu oft, weil man auch außen an den Beinen dann ziemlich krasse Muskeln bekommt. Und der ist bei mir gerade schon sehr ausgeprägt. Hier auch Rücken immer schön durchstrecken bzw. ins leichte Hohlkreuz bei dieser Übung. Und das mache ich mit den Adduktoren im Supersatz. Also die mache ich gerade auch mal wieder. Habe ich lange nicht mehr gemacht, um nochmal die Innenseite der Oberschenkel zu kräftigen. Jetzt habe ich hier meine Halbzeitbanane. Momentan esse ich in der Hälfte des Trainings immer eine kohlenhydratreiche Nahrung, weil ich damit mehr Energie habe, auch für den letzten Schluss des Trainings nochmal. Hier geht es zu den Hip Thrusts. Die mache ich momentan super gerne. Super geile Übung für den Knackpo. Und das mache ich am Beinstreckergerät. Das missbrauche ich dafür, auch Po richtig schön nach oben und dann, wenn ich oben bin, noch mal Po richtig schön squeezen, also zusammenpressen. Hier mache ich die Special-Übung, das sind die Danke-Kicks. Eigentlich ganz normale Danke-Kicks. Das Besondere an dieser Übung ist, dass ich mich eben auf einer Hantelbank abstütze. Der Vorteil dabei ist, dass der untere Rücken nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. Dafür habe ich mir so eine Fußschlaufe besorgt, die kostet auch gar nicht viel. Mache ich dann immer um den Knöchel. Das ist gerade meine Beine-Po-Routine. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich hoffe, du konntest dir ein paar Tipps absahnen. Hip Thrust ist wirklich eine super gute Übung, um richtig Knack-Po zu formen, ohne dabei zu stark den Quadrizeps, also die vorderen Oberschenkel, zu trainieren. Ich freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst für dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Und check mal die Links in der Infobox ab. Bis zum nächsten Video. Ciao.